Wie die letzten Jahre findet auch heuer wieder der diesjährige Akademikerball statt. Am Freitag ist es wieder soweit und damit werden auch wieder einige kritische Stimmen laut, die ja behaupten, dass der Akademikerball quasi das Treffen der rechtsextremen Elite in Österreich ist. Dadurch haben sich auch wieder Demonstrationen angekündigt. Diese starten bereits um 16 Uhr und fangen bei der Universitätsstraße an, führen dann bis zum Stephansplatz. Allerdings nicht nur dort wird es einige Sperren geben, sondern auch rund um den Heldenplatz. Und die Ringstraße ist betroffen, sowie der Karlsplatz und einige Räume des Schwarzenbergplatzes. Wie genau allerdings diese Straßensperren aussehen, wie viele Demonstranten und Demonstrantinnen bei dem diesjährigen Akademikerball dabei sein werden und wie groß das polizeiliche Aufgebot morgen am Akademikerball sein wird, das weiß Paul Eidenberger von der Wiener Pressestelle der Polizei. Morgen findet ja wieder der jährliche Akademikerball statt. Es wird wieder einige Straßensperren geben. In welchen Bereichen sind die und wie sollen die Teilnehmer, also die Straßenverkehrsteilnehmer, damit umgehen? Die Straßensperren sind hauptsächlich am Ring, weil hier wird der Demonstrationszug stattfinden. Ab etwa 16 Uhr werden sich die Personen dort sammeln, die bei der Demonstration teilnehmen möchten. Das heißt, ab 4 wird wahrscheinlich der Ring dann gesperrt werden müssen, vielleicht etwas später. Das betrifft auch den öffentlichen Verkehr. Und so lange, bis das die Demonstration in die Wiblinger Straße einbiegt, dann geben wir natürlich sofort die Straße wieder frei für den Verkehr. Unser Ziel ist es hier, immer diese Sperren so kurz wie möglich zu halten. Also einfach großräumig ausweichen? Ausweichen, wenn man zu dieser Zeit unbedingt in der Innenstadt muss, dann muss man mit entweder im Stau stehen ein bisschen oder ausweichen über die Zweierlinie hauptsächlich. Oder andere Routen. Aber natürlich, wenn man nicht unbedingt in die Innenstadt fahren muss, sollte man vielleicht die Fahrt verschieben. Auch vor der Hofburg wird es Sperren geben. Wie schaut es da aus? Vor der Hofburg im Bereich Heldenplatz gibt es wieder ein Platzverbot. Das ist ja mittlerweile eh üblich beim Akademikerball. Heuer ist es etwas kleiner. Vor allem der Bereich Ring beim Burgtor ist ausgenommen. Das ist natürlich für die Autofahrer und für den öffentlichen Verkehr wichtig, weil hier können natürlich dann die Autofahrer normal fahren und auch die Straßenbahn kann normal fahren. Und das war in den vergangenen Jahren nicht so. Das heißt, hier kann man die Verkehrsbehinderungen doch etwas mehr hintanhalten. Auch bei den öffentlichen Verkehrsmitteln wird es zu ein paar Problemen kommen, also beziehungsweise zu ein paar U-Bahnen, die vielleicht abschnittsweise nicht fahren können. Wie schaut es da aus? Betroffen im öffentlichen Verkehr ist hauptsächlich die Straßenbahn, die Straßenbahnlinien beim Ring hauptsächlich, weil eben hier die Demonstration stattfinden wird und da muss der öffentliche Verkehr auch teilweise eingestellt oder umgeleitet werden. Die Wiener Linien haben extra eine Fahrgastinformation eingerichtet, die für solche Fälle zuständig ist und die kann man auch im Internet oder sehen oder einfach anrufen und fragen, wie schaut es aus, wie kann ich ausweichen. Wie viele Polizisten werden dann morgen im Einsatz sein? Es sind etwa 1900 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz. Natürlich hängt das auch immer davon ab, wie sich die Lage entwickelt. Manchmal kann man die Leute auch schon früher heimgehen lassen. Und wenn man nicht mehr so viele Polizistinnen und Polizisten benötigt, es ist ein Demonstrationszug ja angezeigt worden. Der muss natürlich auch von der Polizei begleitet werden. Verkehrsmaßnahmen müssen gemacht werden. In den vergangenen Jahren waren immer mehrere Züge in unterschiedlichen Örtlichkeiten und das bedarf natürlich auch danach mehr Polizei. Heuer ist es anders, etwas kleineres Platzverbot, weniger Demonstrationszüge, das bedeutet natürlich auch weniger Polizei vonnöten. Wie viele Demonstranten und Demonstrantinnen werden so circa erwartet? Die Demonstration morgen wird sich einreihen mit den anderen ähnlich thematisierten Demonstrationen. Es werden vermutlich mehrere tausend Personen hier teilnehmen. Hängt natürlich von verschiedenen Faktoren ab. Erstens ist heute am Donnerstag schon eine Demo mit ungefähr dem gleichen Thema. Morgen dann das gleiche noch einmal. Außerdem hängt es vom Wetter ab. Wenn es sehr kalt wird morgen, werden wahrscheinlich auch eher weniger Leute teilnehmen. Das ist natürlich alles ein Faktor, der hier mit einspielt. Für die Polizei ist es eher weniger relevant, wie viel kommen. Uns ist sehr wichtig, dass das Ganze friedlich vonstatten geht. Werden dann für morgen irgendwelche Ausschreitungen erwartet? Ist die Polizei dafür gerüstet? Ja, ausschließen kann man natürlich gar nichts, was einzelne gewaltbereite Demonstranten anbelangt. Das hat ja die Vergangenheit immer wieder gezeigt, mischen sich gern unter die friedlichen Demonstranten, machen Krawall, attackieren die Polizistinnen und Polizisten oder auch verursachen Sachbeschädigungen. Allerdings, der letzte solche schwerwiegende Fall war 2014 und seitdem hat es stetig abgenommen mit den polizeilich relevanten Vorfällen bei der Demo zum Akademikerball.
Und zum Beispiel im letzten Jahr war überhaupt nichts polizeilich Relevantes. Eine absolut friedliche Demonstration von 8000 Personen war ja 2018. Und wir hoffen natürlich, dass das morgen wieder genauso ist. Ausschließen kann man nichts, entsprechend vorbereiten muss man sich als Polizei. Aber natürlich, wir hoffen auf das Beste. Es sind also heuer weitaus weniger Polizisten bei dem Akademikerball im Einsatz, als es die letzten Jahre der Fall war. Auch die Ausschreitungen und Randale, die es die letzten Jahre immer wieder bei diesem Akademikerball gab, wurden jährlich kontinuierlich immer weniger. Und das heißt für die Polizei, dass sie auch bei dem diesjährigen Akademikerball mit keinerlei Ausschreitungen rechnen. Und bis jetzt hat sich auch kein gewalttätiger schwarzer Block angekündigt, der sich unter das Demonstrantenvolk mischen könnte.